17. Juli 1505. Ein Mann, 22 Jahre alt, das Jura-Examen in der Tasche, klopft an die Pforte des Augustinerklosters in Erfurt. Es ist Martin Luther. Er will Augustiner werden. Pater Jeremias Kiesel gehört heute zu den Augustinern. Schon nach dem Abitur hat er sich für ein Leben als Mönch entschieden. Als Novize besucht Kiesel erstmals das Erfurter Kloster. Er kann verstehen, warum der Reformator Augustinermönch geworden ist. Er entdeckt die Bibel in dieser Zeit schon als großen Schatz. Und die Augustiner haben ihm genau das angeboten. Nämlich, wenn er Novize wird bei ihnen, bekommt er eine eigene Bibel. Ein Exemplar für sich allein. Und ich glaube, da konnte er nicht widerstehen. Deswegen hat er gar nicht daran gedacht, an anderen Orden überhaupt noch in Betracht zu ziehen. Ein Leben in strenger Enthaltsamkeit verbunden mit dem intensiven Studium der Theologie. Bei den Augustinern ist das für Luther am besten möglich. 2 Monate nach seinem Eintritt wird er als Novize angenommen. Sein Tag beginnt um 2 Uhr früh und ist streng geregelt zwischen Beten, Schweigen und Studieren.